herzlich willkommen. Heute wieder ein Unboxing. Eins von vielen, das die nächste Zeit wohl kommen wird. Was haben wir denn heute hier Schönes? Heute gibt es wieder was von Umarex. Wir waren ja auch fleißig in letzter Zeit. Und zwar haben wir hier die Smith & Wesson M&P. Natürlich das Übliche dabei. Einmal Feder, einmal Laufreiniger, ein Imbusschlüssel. Man kennt es. Und natürlich die Pistole selbst mit einem Magazin. Normal, nicht Emergency. Sehr robust. Ähnlich groß wie die PPQ. Ich würde sagen, etwas größer. Ich habe jetzt leider keine Daten zum Vergleich. Ich habe auch schon lange keine mehr in der Hand gehabt. Aber grundlegend ist die Funktionsweise gleich. Anspannen. Ohne Kugel natürlich selber sichern. Ziehen kennt man auch. CO2-Kapsel rein. Dieselbe Technik wie PPQ. Vielleicht etwas verbessert im Vergleich zu vorher, aber ansonsten alles identisch. Unterschied natürlich: eigene Magazine kann man leider nicht. Magazine von der PPQ verwenden oder von der anderen, die es aktuell noch gibt, von der TMP1. Ja, mehr gibt es auch gar nicht großartig zu sagen. Darum würde ich sagen, gehen wir auf den Schießstand. One eternity later. So, dann kommen wir auch gleich zum Schusstest für die M&P. Wir gucken, dass der Autofokus mir keinen Strich durch die Rechnung macht. Das hat er nämlich heute schon. Fangen wir mal mit dem 5-Meter-Ziel an. Machen wir so. Jawohl. Dann kommt das 8-Meter-Ziel. Auch sehr gut. Jetzt kommt das 10-Meter-Ziel. Jawohl. So, dann schauen wir mal Reichweite. Oh! Über 40 Meter, nicht schlecht. Und dann kommt noch der FPS-Test natürlich. Ja, der Autofokus lässt mich jetzt nicht machen, also müsst ihr kurz weggucken. Solide 290 bis 300. Bei Kaliber 43 natürlich völlig in Ordnung mit 7,5 Joule. So, kommen wir auch gleich zum Fazit. Also im Grunde genommen ist es die PPQ in neuem Gewand. TMP1 wird sich da auch nicht großartig anders verhalten. Gewichtstechnisch bin ich der Meinung, sie ist etwas schwerer, wenn sie auch etwas größer ausfällt, bin ich jetzt der Meinung. Das ist natürlich Streitthema. Aber im Großen und Ganzen zuverlässig, ich habe sie schon ein paar Mal probiert, hatte sie schon auf dem Feld dabei. Das eine Mal, wo wir jetzt durften. Hat ja gerade gesehen, Präzision super. Luftverbrauch ist ähnlich wie bei der PPQ. Also kann man nicht meckern. Verarbeitung ist auch gut. Also im Großen und Ganzen, wenn man was Neues möchte oder was Zuverlässiges möchte, auf jeden Fall kann zuschlagen. Ansonsten gibt es ja noch die Kaliber 68 Pistolen von Tippmann. Aber von mir auf jeden Fall klare Empfehlung. So, dann war es das auch schon wieder. Hat jetzt kürzer gehalten. Zurzeit habe ich auch nicht so viel Zeit und Fitness, muss ich zugeben. Aber jetzt kommen wieder mehr Videos in Zukunft. Versprochen, jetzt dürfen wir ja auch wieder spielen. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende, wer noch eins hat. Und tschüss.